Ja, hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Uwe Gräfert vom ServiceCheck Institut. Heute mit ServiceCheck nachgefragt sind wir in Hamburg, hier und zwar bei der Firma Kleinhempel. Herr Johannes Hage wird uns heute von der Firma Kleinhempel vorstellen, das Thema Digital Signage. Ja? Digital Signage, was bedeutet das, Herr Hage? Digital Signage ist ein Bewegtbildformat am Point of Sale. Es ist dazu da, um den Abverkauf zu fördern, es ist da, um die Kunden zu informieren zu Service-Themen. Man kann darauf auch diese Themen platzieren, sprich eine Feed-Integration. Wir haben das hier jetzt auch mal vorgeführt, klar, weshalb zeigen wir das jetzt heute. Wir sind eine Kooperation mit der Firma Kleinhempel eingegangen, wir haben uns kennengelernt auf einer Messe. Und was wir halt gesagt haben ist, wenn wir schon die Möglichkeit haben, so wie unsere Klienten, die ihre Kunden so begeistert haben, dass die Kunden positive Kundenkommentare abgegeben haben und dort auch genehmigt haben, dass wir die veröffentlichen dürfen, warum sollten wir das nur auf die Webseite des Unternehmens beschränken? Warum sollten wir das nur in Printmedien beschränken? Warum sollten wir das nicht auch direkt am Point of Sale einsetzen? Und am Point of Sale das Ganze einzusetzen, da haben wir wiederum uns den Profi am Markt gesucht, der schon an verschiedenen Stellen und bei verschiedenen großen Unternehmen entsprechend damit platziert ist. Sie sehen hier verschiedene Ausführungen von klein bis halt zur großen, bis hin zur großen, wie nennt man das? Video-Wall-Installation. Also, und da gibt es also verschiedenste Möglichkeiten. Das wird häufig bei euch am Point of Sale eingesetzt, ja. Und teilweise auch als Etagenplan. Es wird, als Etagenplan, also zum Beispiel hier im Hochverkaufsformat würde sowas eingesetzt werden. Video-Walls wird an sich in der Regel in den Verweilzonen, sprich Eingangsbereichen, Restaurants. Es gibt auch in Küchenhäusern zum Teil sogar auch, da wird dann die Produktwelt dargestellt. Dann gibt es Stelen, man die sieht. Das würde ich gleich dann mal einblenden, leider nicht so gut draufklicken. Das ist einfach die mobile Form in dem Sinne, man kann die an jedem Platz hinstellen, wo man möchte. Ja. Hauptsache man hat Strom, ja. Und dann kann man das System befeuern. Ja, und das Sensationelle, was wir jetzt gemacht haben, ist einfach in dieser Kooperation, die wir miteinander eingegangen sind, und hier auch Dankeschön für diese Arbeit. Das war sehr, sehr, sehr gut. Wir haben also Folgendes jetzt für Sie möglich gemacht. Das heißt, wenn Sie also mit der Firma Kleinhempel auch zusammenarbeiten wollen oder auch schon zusammenarbeiten, so haben wir eine Schnittstelle geschaffen, die Ihnen jetzt immer die Möglichkeit bietet, dass wir Ihnen die aktuellen Kundenkommentare immer auf diese Displays spielen. Das heißt, das in Echtzeit. In Echtzeit, genau. Das heißt, das wechselt permanent. Sie können da dann entsprechend die Kundenkommentare geben. Und was hat das für einen Vorteil? Das ist ganz klar. Sie wissen, bei den heutigen Werbereizen und Informationen, die einfach überwiegen, und bei dem Überangebot ist natürlich jeder Kunde auch dankbar, wenn er in irgendeiner Form eine Orientierung kriegt. Was bedeutet Orientierung? Orientierung bedeutet, dass man in dem Moment, wenn man von einer Kaufentscheidung geht, da hat man nochmal diese Zweifel. Entscheide ich mich gerade richtig? Mache ich das richtig? Gibt es vielleicht einen Anbieter, der vielleicht besser gewesen wäre oder besser ist? So, und dann braucht man vielleicht nochmal so einen kleinen Impuls. So einen kleinen Impuls, der dann einem sagt, nee, pass mal auf, du bist hier auf der richtigen Seite. Schon viele andere Kunden haben schon positive Erlebnisse hier mitgemacht, mit dem Unternehmen gemacht. Und so haben wir das halt dann auch entsprechend hier jetzt umgesetzt. Das heißt, Sie sehen hier dann auch immer direkt die aktuellen Kundenkommentare perfekt inszeniert und auch immer wieder wechselnde Inhalte. Das heißt, nicht nur Kundenkommentare, sondern ihr habt alle möglichen Informationen da drin. Ja, man kann natürlich seine ganzen Service-Themen aufarbeiten, man kann Aktionsthemen, Abverkauf, man kann sogenanntes Cross-Marketing machen, dass man von der Bettenabteilung oder sonstiger Abteilung auf eine andere Abteilung verweist. Da Kreativität an sich keine Grenzen gesetzt. Okay. Angebote logischerweise auch ein. Ja, Prospekte, was genau. Interessant. Also Sie sehen extrem viele Möglichkeiten und ich zeige Ihnen gleich nochmal durch einzelne Ausschnitte oder indem wir da nochmal sowas einspielen, zeigen wir Ihnen nochmal in verschiedensten Formaten, wo das gibt. Also, und es ist auch weit günstiger, wie man sich das vorstellt. Ich glaube, die erste Lösung fängt schon bei 500 oder so an. Also das heißt,
alles bezahlbar und trotzdem ein deutlicher Mehrwert, und Sie machen einfach aus Ihrem Rohstoff Kundenrezensionen und positive Kundenbewertungen deutlich mehr. Nutzen Sie die Möglichkeit. Ich hoffe, das ist ein interessanter Tipp für Sie. Unten in den Shownotes werde ich Ihnen die entsprechenden Kontaktdaten von dem Herrn Hage mitteilen. Und ansonsten, ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute und ja, auch Dankeschön, Herr Hage. Und tschüss, wenn wir hier noch so schön sind. Ja, also, bis dann. Tschüss.